Virya heißt Heldenhaftigkeit. Vira heißt ja Held. Virya, also Heldenhaftigkeit, heißt auch Energie, heißt insbesondere auch männliche Energie. Virya in einem anderen Kontext ist auch die männliche Samenflüssigkeit. Also Virya hat verschiedenste Bedeutungen und es heißt manchmal, dass Virya in Ojas transformiert werden soll. Und das kann man auf mehrere Weisen interpretieren. Zum einen kann man sagen, die sexuelle Energie, die Geschlechtsenergie soll umgewandelt werden. Und daher ist es wichtig, dass Virya umgewandelt wird mit verschiedenen, man kann sagen, mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Mudras, mit Umkehrstellungen, mit Mantras und so weiter, um so Ojas, spirituelle Kraft zu bekommen. Man kann aber auch sagen, dass es wichtig ist, Virya, die Heldenhaftigkeit und den Mut, den Menschen, die Menschen oft haben, um mehr Geld zu verdienen, um sich durchzusetzen und so weiter, dass sie diese auch nutzen können, um spirituell voranzukommen. Und so wird aus Virya Ojas spirituelle Kraft. Ja, mehr Informationen über Virya auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de.